der schönste Tag für mich im ganzen Jahr. Denn jetzt wird endlich wahr, was wir die ganze Zeit geplant haben. Hinter mir ist schon aufgezogen mein absolutes Lieblingsmotiv meiner dritten Kollektion, Barbara Home Tapeten. Und ich sehe sie jetzt auch zum ersten Mal live. Bisher habe ich nur Fotos gesehen und Bilder und Entwürfe. Und ich bin total begeistert. Leidenschaft ist tatsächlich das Einrichten und der Umgang mit schönen Dingen. Ich wollte das immer zum Beruf machen, aber unglücklicherweise habe ich mich ja zu früh für einen ganz anderen Job entschieden, weil ich bin ja eigentlich Moderatorin, ich bin Sängerin, ich stehe auf Bühnen, ich mache Radio, ich mache meine Zeitschrift. Das sind ja alles Dinge, wo ich eigentlich als Person mich und meine Einstellung eher so verkaufe. Aber eigentlich möchte ich nichts anderes machen, als Menschen dabei zu helfen, ihr Zuhause irgendwie schöner zu gestalten. Also ich gucke mir gerne bunte Farben an, ich lasse mich gerne inspirieren und ich habe bestimmte Muster gemacht, die mich einfach mein Leben lang schon begleiten, wo ich mir dachte, ich möchte sowas auch an der Wand haben. Und jetzt haben wir es endlich. Letztendlich ist es bei mir immer so, dass ich das aus Lust und Leidenschaft mache. Ich habe nie einen kommerziellen Hintergrund, aber bei der Barbara Home Collection, muss ich sagen, hat sich auch kommerziell das ein oder andere ergeben, denn wir haben, und das kann man ja genau nachzählen, über 1 Million Rollen meiner Tapeten verkauft. Und man tapeziert übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz viel natürlich im Ausland. In über 20 Ländern hänge ich mit meiner Barbara Home Collection an der Wand. Auch eine wahnsinnige Ungeduld in mir. Ich möchte gerne auch impulsiv, gerne sofort etwas erwerben und dann gleich anwenden. Und das Gute ist, wir bei Barbara Home Collection machen das möglich. Denn die Tapeten gibt es als Rolle zu kaufen. Da kannst du nach Hause gehen und kannst das sofort tapezieren. Es ist eine Tapete, die extra dafür ausgelegt ist, dass der normale Mensch, der nicht hauptsächlich als Tapezierer arbeitet, das alleine hinkriegt.